Ei Haibara, einer der wohl wichtigsten Charaktere in ganz Detektiv Conan und wohl auch einer der Charaktere mit der wohl krassesten Charakterentwicklung, die ich persönlich so bis jetzt in Anime bzw. Manga gesehen habe. Von einem Mädchen, das dazu gebracht worden ist, den letzten Ausweg in Betracht zu ziehen, den Selbstmord mittels des Apoptoxin 4869 zu einem lebensfrohen Mädchen, das es endlich wieder geschafft hat, Fuß zu fassen. Die schwarze Organisation hat ihr wirklich alles genommen. Nicht nur ihre Eltern sind aufgrund dessen gestorben, dass sie eben für diese Organisation arbeiten mussten, nein, auch ihre Schwester wurde ihr dann noch genommen. Ihr letzter Ankerpunkt in ihrem Leben wurde von der schwarzen Organisation ausgelöscht, was sie dann natürlich dazu gezwungen hat, fast schon den letzten Ausweg in Betracht zu ziehen. Doch glücklicherweise konnte sie das Ganze überleben und ist dann natürlich vom Schicksal getrieben auf Shinichi Kudo getroffen, auf Professor Agasa getroffen und natürlich auch vor allem auf die Detective Boys getroffen, wodurch sie es schaffen konnte, wieder Fuß zu fassen im Leben, wieder Lebensfreude zu entwickeln und spätestens nach dem Bay Tree Express Fall, wo sie eben für die Schwarze Organisation gestorben ist, seit diesem Fall gilt sie für die Schwarze Organisation als tot, spätestens seit diesem Moment kann die Werte Shiho Miyano, kann die Werte Ai Haibara wieder mit Freude leben, ohne in ihrer Angst vor der schwarzen Organisation zu ersticken. Doch, liebe Leute, das alles änderte sich mit nur einem Moment. Der Rum-Arc, liebe Leute, hat natürlich die ein oder andere Überraschung für uns am Start gehabt und aktuell, finde ich, erleben wir momentan den zweiten großen Wendepunkt in diesem unfassbar gut geschriebenen Arc. Der erste Wendepunkt war meiner Meinung nach damals gewesen im Kontext der Klassenfahrt, wo es dazu gekommen ist, dass Shinichi Kudo auf das Visier der schwarzen Organisation, auf das Visier von Rum gekommen ist. Denn seit diesem Moment ist es eigentlich nicht mehr so, dass die gute Seite Rum jagt, dass die gute Seite die schwarze Organisation jagt. Nein. Seit diesem Moment sind die Jäger zu den Gejagten geworden. Seit diesem Moment ist Shinichi Kudo ein aktives Ziel von Rum und seit diesem Moment ist die Gefahr wirklich krass. Yusaku hat damals nicht umsonst gesagt, wir sind jetzt in einer Do-or-Die-Situation, wir müssen jetzt handeln, sonst werden wir getötet. Diese Phase hat sich dann meiner Meinung nach erstreckt bis zum großen Rum-Reveal in Kapitel 1066, denn seit diesem Moment erleben wir meiner Meinung nach einen weiteren Wendepunkt der Handlung. Seit diesem Moment, wenn wir uns die letzten Kapitel anschauen, uns auch anschauen, wo es sich gerade wieder hin entwickelt, ist es wieder dazu gekommen, dass Ai Haibara in den Fokus der ganzen Handlung gerät, in den Fokus der schwarzen Organisation gerät, denn eben durch diesen Vorfall von dem Rum-Enthüllungs-Case, wo Conan sie angeschrien hat und meinte, halt dein Gesicht versteckt, du darfst dein Gesicht auf gar keinen Fall zeigen. Durch diesen Moment wurde Ai Haibara wieder getriggert, ihre Angst wurde wieder getriggert, denn Conan sagt das natürlich nicht ohne Grund und eben seit diesem Vorfall haben wir immer wieder Momente, wo Ai Haibara wieder so gezeigt wird, wie es eben zu Beginn war, wo ihre Angst vor der schwarzen Organisation enorm war, wo sie noch dieses eingeschüchterte Mädchen war, dieses Mädchen, was wirklich zu bemitleiden ist, das eben keine Lebensfreude hat, das nur noch in Angst lebt, sich versteckt und eigentlich fast nur noch darauf wartet, zu sterben. Und eben diese Situation kehrt nun immer wieder zurück, sie wird wieder zurückkehren und das finde ich eigentlich schon sehr schade, es tut mir im Herzen weh, denn Ai Haibara hat wirklich einen so weiten Weg hinter sich, hat so viel durchgestanden, doch jetzt, liebe Leute, kehrt die Gefahr wieder zurück. Zunächst einmal hätten wir natürlich die offene Frage rund um Rumi Wakasa, denn hier ist es ja so gewesen in Kapitel 1070, dass sie Ai Haibara erkannt hat. Sie hat sie erkannt als Shiho Miyano. Und hier ist jetzt die große Frage natürlich immer noch, wie wir Rumi Wakasa einordnen können, ob sie zur schwarzen Organisation gehört oder nicht, welche Ziele sie vielleicht auch selber verfolgt und wie sie eben auch in Zukunft agieren wird. Hier findet ihr wirklich sehr viel dazu auf meinem Kanal. Checkt wirklich einfach mal meinen Kanal ab, gibt Rumi Wakasa sein. Dort findet ihr alles, falls euch das interessiert. Doch worauf ich jetzt hier auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte, ist ja der Punkt, dass eben Rumi Wakasa, während sie Ai Haibara erkennt, natürlich auch sofort wieder die Flashbacks bekommt zu Koji Haneda, der eben ja auch von dem Apoptoxin 4869 getötet worden ist. Und hier könnte eben möglicherweise dann natürlich auch ein Hass mitschwingen auf Ai Haibara, die natürlich auch eine Teilverantwortung da trägt, zumindest familiär. Und hier könnte es eben sehr interessant werden, wie Rumi Wakasa sich hier verhalten wird. Doch hier merkt man schon, alleine von dieser Seite von Rumi Wakasa ausgehend, ist definitiv jetzt eine Bedrohung da. Denn jeder, der weiß, dass Shiho Miyano noch lebt,
Und Rumi Wakasa scheint ja in einem Kontaktpunkt zur schwarzen Organisation zu sein. Irgendwie ist eine große Bedrohung, wodurch sich da natürlich schon die Schlinge auf jeden Fall langsam zuzieht. Dann, liebe Leute, haben wir am Ende dieses Falles natürlich noch den großen Moment gehabt. Ai Haibara spürt die Aura von Rum, die Aura der schwarzen Organisation. Dieser Moment hat schlussendlich final dann dazu geführt, nachdem sie natürlich schon vorher diese Angstzustände hatte auf der Straße, dass sie wieder voll drin ist in ihrer Rolle, in ihrem angsterfüllten Zustand vor der schwarzen Organisation, dass sie jetzt auch wieder in der Lage ist, die Aura der schwarzen Organisation zu spüren, denn hier ist ja sehr relevant, sehr wichtig, dass es wohl eine Verbindung gibt zwischen der emotionalen Lage, der Lage, wie sich Ai Haibara fühlt, ob sie Angst hat oder nicht, und eben ihrer Fähigkeit, die Aura der schwarzen Organisation zu spüren. Und eben dieser Punkt, diese Panel alleine, Leute, schaut sie euch an, wie sie zu Boden geht, wie sie auf dem Boden wimmert fast schon, zeigt einfach, wie gefährlich es jetzt wird, wie schlimm es werden wird. Und wir haben nicht umsonst diese Aussage auch im Raum stehen von Gosho Aoyama, dass Rum Ai Haibara erkennen könnte, wenn er sie sieht. Und ich denke immer noch, bin sehr stark der Meinung, dass es irgendwann dazu kommen wird. Und wie gesagt, der Plot entwickelt sich momentan einfach hierhin, dass sich die Schlinge um Ai Haibara immer weiter zuziehen wird. Denn auch im aktuellen Fall, im neuesten Fall, an der Stelle Spoilerwarnung geht raus, für Kapitel 1079 hat Ai Haibara wieder Angst. Sie hat wieder Angst, sie erkennt einfach einer random Person, die auf sie zuläuft, Jin, und kriegt wieder Angst. Sie zieht sich einen Hut an, sie versteckt sich. Wir haben Bourbon. Bourbon, der scheinbar ja auch möglicherweise, die Sherry-Thematik, um das hier nochmal einzuwerfen, auch an Ai Haibara dran ist, auch erkennen könnte, dass sie noch lebt. Eine weitere potenzielle Gefahr eben dann auch diesbezüglich, denn wir wissen natürlich, Bourbon ist sehr eng damit verbunden, dass Shiho Miyano eben angeblicherweise verstorben ist, denn falls sie ja wieder aufkreuzen sollte, wäre Bourbon ja quasi direkt ein Verräter für die schwarze Organisation, denn er hatte ja bestätigt, dass Shiho gestorben ist. Bedeutet, das wird eine sehr interessante Konstellation und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das ausleben wird. Doch ihr merkt einfach, hier Leute von allen möglichen Seiten werden auf einmal die Blickpunkte auf Ai Haibara gerichtet. Ai Haibara ist wieder in ihrer angsterfüllten Rolle. Rumi Wakasa macht Auge auf sie. Rum wird höchstwahrscheinlich in näherer Zukunft auch nochmal Auge auf sie machen. Sie wird bestimmt auch nochmal die Aura von Rum spüren. Davon gehe ich sehr, sehr stark aus. Und eben jetzt haben wir auch noch Bourbon, der eben noch relevant werden könnte hinsichtlich Ai Haibara. Und das als großes Gesamtes zeigt für mich einfach, in welche Richtung sich momentan der Rum-Arc auch entwickelt. Die ganze Thematik Ai Haibara, die abgeschlossen war seit dem Baytree Express, weil sie wird wieder aufgegriffen werden. Und dieser Konflikt, der Konflikt zwischen Ai Haibara und der schwarzen Organisation, muss ja definitiv auch nochmal aufgegriffen werden. Im Ende, im großen Clash, schwarze Organisation versus gute Seite. Nur wenn dieser Clash gewonnen werden kann, wenn die schwarze Organisation zerschlagen werden kann, kann Ai Haibara am Ende ein Happy End haben, kann ihr Leben endlich ohne Angst leben, ohne die Angst vor dem Tod, die Angst vor der schwarzen Organisation, die Angst vor Jin, die Angst vor Rum. Und diese Entwicklung momentan, liebe Leute, finde ich sehr spannend, sehr geil. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auch entwickeln wird, was noch passieren wird mit Ai Haibara, wer sie erkennen wird, wie gefährlich es für sie werden wird. Denn so viel sei schon mal gesagt, es wird definitiv passieren. Nun bleibt mir nur noch zu fragen, was ist eure Meinung dazu? Wie schätzt ihr die ganze Lage ein? Wie findet ihr das auch, dass Ai Haibaras Charakter sich natürlich gerade auch wieder quasi zurückentwickelt von dem freudigen Mädchen zu dem angsterfüllten Mädchen? Und wie findet ihr generell den Umstand, dass sich der Rum-Arc momentan so sehr auf Ai Haibara konzentriert? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vergesst das Video nicht zu bewerten. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn ihr denn wollt. Macht's gut. Bis dahin, haut rein und ciao.